Die Situation der Selbstverteidigung, die ich selbst in meiner Praxis als Polizist oder Bodyguard oder was auch immer kennengelernt habe, die fanden alle in der Nähe statt. Aber dass einer auf der großen Entferne heraus mir einen Fußtritt gibt, ist mir nicht passiert. Kiel ist eine ganz besondere Stadt. Ich war schon oft hier und liebe das Wasser, die Förde und die Schiffe, die hier ein- und auslaufen. Heute habe ich ein ganz besonderes Video für euch. Ich werde gemeinsam mit euch einen der bekanntesten Kampfkunstexperten der Welt besuchen und freue mich über ein spannendes Interview. Er holt mich gleich hier ab. Hey, Olli! Moin! Toll, dass wir uns wieder mal sehen. Das wurde auch Zeit. Ja. Großmeister Kies Kernspecht begann seine Karriere in den 60er Jahren mit Judo, Ringen, Karate und Kraftsport. Er entdeckte in Londons China-Vierteln Wing Chun die Kampfkunst, welche durch Ip Man weltberühmt ist. Danach begab er sich auf die Spuren Bruce Lees, der anfangs auch Wing Chun unter Ip Man praktizierte, bevor er in die USA ging und sein Jeet Kune Do entwickelte. Großmeister Kernspecht lernte dort von dessen Schüler Jesse Glover. Kies Kernspecht widmete sich seither voll dem Wing Chun und ist heute in der westlichen Welt der einzige Träger des 10. Großmeistergrades. Die 1976 gegründete EWTO ist zu einem internationalen Verband mit über 50.000 Mitgliedern angewachsen und hat Schulen in ganz Europa und auch international. Bis heute forscht er unermüdlich daran, die besten Trainingsmethoden für eine realistische Selbstverteidigung zu entwickeln. Seine Forschung auf dem Feld der Kampfkunst brachte ihm die Ehrendoktorwürde ein. Er hat promoviert als Kampfkunstwissenschaftler und wurde zum Professor ernannt. Im Jahr 2000 war er mit seinem Buch Blitz Defense der erste deutsche Autor, der sich mit dem Ereignis des männlichen Ritualkampfes intensiv befasst hat. Für mich ist Großmeister Kernspecht aber viel mehr. Als sein Schüler nenne ich ihn Sifu. Das ist eine chinesische Anrede und Ausdruck des Respekts, die ein Schüler seinem Lehrer entgegenbringt. Es heißt so viel wie Vaterlehrer und trifft in unserem Fall voll zu, da Sifu für mich Lehrer und Mentor ist. Lieber Sifu, es freut mich total, dass wir uns jetzt endlich mal für unser Interview treffen. Wir haben es ja schon länger geplant. Du bist der Freund und Liebhaber von Oldtimern. Oldtimern, ja. Und du hast ja in letzter Zeit auch sehr intensiv mit alten chinesischen Kampfkünsten auseinandergesetzt, neben dem Wing Chun. Zeigt das, dass du das Alte bewahren willst? Also eigentlich bin ich der Oldtimer. Ja, das kann man so nicht sagen. Ja, ich sammle tatsächlich klassische Autos, aber nicht wirklich, weil sie alt sind, sondern weil mir die Formen gefallen. Bei Autos gilt meine Vorliebe einer schönen Form, die ich schön finde, und muss natürlich auch ein bisschen Power dahinter haben. Also so ein Karmann Ghia, der schön aussieht und dann eben Käfermotor hat, das wäre damals nicht so meine Sache gewesen. Aber bei den Kampfkünsten, da schätze ich die Funktion mehr als das Aussehen. Bei den Kampfkünsten geht es mir überhaupt nicht darum, wie es aussieht, sondern ganz klar, wie es wirkt. Funktioniert es? Kann man damit arbeiten? Kann man damit Leute weghauen, die einen stören oder die einen bedrängen oder angreifen? Und vor allen Dingen die Frage, ob es mühelos ist. Es muss mühelos gehen. Also bei Kampfkünsten folgt bei mir die Form der Funktion. Bei Autos manchmal ein bisschen andersrum. Es muss ja auch in der Selbstverteidigung funktionieren. Was bedeutet denn für dich Selbstverteidigung? Ich würde bei mir sogar sagen, es muss nur an der Selbstverteidigung funktionieren. Ja? Ja, was ist Selbstverteidigung? Verteidigung seines Selbst. Körper, Geist, Psyche, Gesundheit. Ich möchte nicht auf den Schutz anderer angewiesen sein.
Und ich weiß auch, dass man den heute auch nicht mehr bekommt. Nicht? Heute traut sich keiner mehr, anderen zu helfen auf der Straße. Einerseits, weil die Gefahr größer ist und weil Messer mit sich rumgeschleppt werden. Und dann auch, weil man dann möglicherweise vom Gericht eher noch bestraft wird als gelobt. Und wer sich nicht selbst verteidigen kann, der ist ziemlich angeschmiert heute. Kommt leider immer häufiger vor, ja, was man auch in den anderen Videos sieht, die wir zum Teil gemacht haben oder in Interviews mit Experten. Was ist denn das für dich das oberste Ziel in der Selbstverteidigung? Das oberste Ziel ist, mich oder denjenigen, um den ich mich kümmere, zu schützen. Nicht Zerstörung des Gegners, sondern einfach mich zu schützen. Dass du sozusagen unversehrt aus der Sache rauskommst. Dass ich unversehrt aus der Sache rauskomme und möglichst keine Gefahr eingehe. Ja, ja. Wieso ist denn deiner Meinung nach Wing Chun so gut für Selbstverteidigung geeignet? Weil Wing Chun ausgesprochener Nahkampf ist. Mhm. Nicht? Wir kämpfen also nicht so sehr mit Füßen auf größeren Entfernungen. Wir machen keine Sprungtritte. Wir treten ohnehin nicht viel höher als Genitalien. Wir brauchen nicht viel Platz. Wir könnten in einer Telefonzelle uns verteidigen. Eigentlich wäre das der geeignete Platz für mich. Und das entspricht auch dem, was auf der Straße passiert. Man ist ständig in einer sehr engen Situation, wenn er einen angreift. Ob er einen packen will, greifen will, schlagen will, Knie gibt oder einen Kopfstoß. Deshalb, dafür ist Wing Chun sehr geeignet. Du unterrichtest ja im Speziellen im Wing Chun sehr viel Chisau. Man sieht das auf deinen Videos. Du hast auch jetzt ein neues Buch rausgebracht, nur über Chisau, hat glaube ich über 400 Seiten. Für was ist denn Chisau prädestiniert als Trainingsmethode? Chisau ist eigentlich die chinesische Art dessen, was man im Boxen den Clinch nennt. Mhm. Nicht? Clinch ist immer so eine Zwischenphase zwischen Boxen und Ringen, genau dazwischen. Mhm. Es ist ein bisschen vom Boxen da und es ist ein bisschen vom Ringen da, vom Stand-up-Ringen. Und eine Phase, wo sich die meisten nicht richtig gut auskennen. Und das ist ideal, wenn der Gegner das, was ich mache, nicht kennt oder in dieser Phase des Kampfes nicht so trainiert ist wie wir, haben wir natürlich alle Vorteile. Ja, ja. Ich meine, für den Laien, und wir haben ja bei unserem Videokanal auch sehr viele Laien drin, sieht das sehr oft aus, wenn die so ein Chisau-Video sehen, als ob man so irgendwie Arme aneinander reibt. Ja, wie würdest du dem Laien erklären, was wir da überhaupt machen? So ganz also es sieht ziemlich lächerlich aus. Das ist richtig. Dennoch halte ich das fast für das Wichtigste. Es geht darum, es kommt ja immer ein Arm auf mich zu und ich muss sehen, dass ich diesen Arm eben nicht zu mir gelangen lasse, zu den Punkten, die bei mir gefährdet sind. Und dass ich mich also entweder die Arme von ihm dort wegbringe oder mich von den Armen wegbringe. Und das Geschehen im normalen Kampf ist sehr schnell. Und wenn ich das wissenschaftlich untersuchen will und Methoden herausfinden will, wie ich das bewerkstelligen kann, dann brauche ich eigentlich zum Üben erstmal eine langsame Geschwindigkeit. Und ich muss genau sehen, wo mein Arm den anderen berührt. Und dafür ist dieses Chisau, diese klebenden Hände oder klebenden Arme sehr geeignet. Weil ich fange damit ganz, ganz langsam an und kann den Berührungspunkt genau untersuchen und kann genau sagen, wo ist der Berührungspunkt, was muss ich machen, damit er von diesem Berührungspunkt nicht zu mir gelangt. Ich kann mehr oder weniger die Berührungsphase länger gestalten und sie dadurch untersuchen und trainieren. Mhm. Während beim Boxen ist es auch so, dass der irgendwie meinen Arm berührt und dann mein Gesicht. Ja, aber das geht sehr viel schneller. Und man kann es auch nicht so untersuchen. Aber wenn ich meine klebenden Arme übe, dann ist dieser Augenblick, wo ich das Ganze untersuchen kann, länger. Und auch, wo ich es üben kann. Es geht immer um das Verhältnis von meinem Arm zum Arm des Gegners und dem Berührungspunkt. Mhm. Und der Berührungspunkt ist eigentlich das, um das es sich bei mir dreht. Wenn du zum Beispiel jetzt Boxen siehst, dann siehst du Leute, die stoßen ihre Arme nach vorne und ziehen sie nach dem Schlag schnell zurück. Und das ist eben beim Chisau völlig anders. Wir schlagen nach vorne, wir schlagen auch, aber wir lassen unsere Arme vorne, wir ziehen sie nicht zurück. Und da sind die meisten Leute dann, die sagen, das ist Quatsch.
Sie beurteilen das von dem, was Sie gerade wissen, was Sie im Fernsehen gesehen haben, was Sie bei einer Veranstaltung oder im Film gesehen haben. Jeder dort stößt die Arme nach vorne und reißt sie zurück. Er bricht den Kontakt ab. Wir machen es anders. Wir stoßen, hoffen, was zu treffen, aber wenn nicht, lassen wir unsere Arme vorne, weil wir schützen uns dadurch vor seinen Konterangriffen. Wir bleiben in Berührungskontakt mit dem Arm, nachdem wir geschlagen haben. Das ist der ganze Sinn. Und wir wollen unsere Arme eben nicht zurückreißen. Unsere Schwierigkeit ist nur, wenn wir mit einem arbeiten, der eben die Arme zurückreißt. Dann müssen wir verhindern, dass der Kontakt abreißt. Dann müssen wir an seinen Armen kleben bleiben oder wir müssen ihm folgen. Das ist nicht ganz einfach. Aber es lässt sich schon bewerkstelligen. Ja, ja. Aber der Nahkampf, also der Kampf selber findet ja nicht immer in dieser Nähe statt. Es gibt ja dann andere Phasen, dass jemand mit Tritten angreift oder von weiter weg angreift. Oder dann vielleicht noch näher dran ist. Also die Situation der Selbstverteidigung, die ich selbst in meiner Praxis als Polizist oder Bodyguard oder was auch immer kennengelernt habe, die fanden alle in der Nähe statt. Aber dass einer auf der großen Entfernung heraus mir einen Fußtritt gibt, ist mir nicht passiert. Habe ich auch nie gesehen. Klar wird oft ein Tritt benutzt, um die Entfernung zu überbrücken. Aber einfach nur der Tritt ist mir nicht so passiert. Es gibt sicherlich solche Fälle, aber ist mir nicht passiert. Die meisten Auseinandersetzungen, die ich erlebt habe, die fanden in der Nähe statt. Jemand redete sich an uns ran, lenkte uns vielleicht ab, versuchte dann so einen Zuckerpunch. Und es ist immer die gleiche Situation. Man redet sich an den Gegner ran und dann schlägt man zu oder schubst oder greift. Das ist die Situation, auf die ich vorbereite. Natürlich gibt es auch Situationen, die anders sind. Da könnte man theoretisch auch ein Messer ziehen und damit werfen. Aber das ist seltener der Fall. Ja, der Gegner muss quasi rankommen. Aber irgendwann muss er an uns rankommen. Es kann durchaus sein, dass er erst einen Fußtritt macht, aber dann wird er auch einen Schritt machen, um seinen Fuß abzusitzen. Und dann wird es passieren, auf das, was wir vorbereitet sind. Aber die anderen Phasen müssen wir wahrscheinlich auch irgendwie trainieren. Die anderen Phasen müssen auch geübt werden. Ja. Du hast ja schon in die 70er Jahre geschrieben, dass im Nahkampf 5 Phasen vorkommen, ja. Wo viele Stile ja noch sozusagen nur in der Grappling-Distanz gab, oder das Boxen nur in der Faustdistanz oder Taekwondo nur in der dritten Distanz. Aber du hast eigentlich das schon beschrieben, dass das 5 Phasen, so wie im modernen MMA, dass eigentlich alle Phasen da sein müssen. Ja. Sie müssen alle da sein, aber man muss hier irgendwo anfangen. Und ich fange halt nicht so an, dass ich bei der entferntesten Phase anfange, bei den Fußtritten, um mich dann über die Faustdistanz, erst die Fußtritte übe, dann die Fauststöße übe und dann das, was ich dann so chinesischen Clinch nennen würde, übe und dann ins Grappling komme und ins Greifen und Stand-Up Wrestling und dann zum Boden und ihn werfe und mich auf ihn drauflege. Ich würde nicht in dieser Reihenfolge arbeiten, sondern ich arbeite in der typischen Wing Chun-Reihenfolge, dass man nämlich erst sich ums Chi-Sau kümmert, also Körper an Körper steht, Arm an Arm, beide Arme sind miteinander verbunden, die Körper sind miteinander verbunden, die Beine haben nahezu Berührung, also richtig dicht, so Telefonzellenentfernung. Und dann trainiere ich das erstmal sehr, sehr ausgiebig mit meinem Schüler, bis er da ziemlich sicher ist. Und dann ziehe ich diese Entfernung in die Länge. Dann gehe ich vielleicht ein kleines Stückchen mehr Abstand, dass unsere Hände sich nicht berühren, sondern vielleicht der Abstand so groß ist. Ich mache ihn immer größeren Abstand. Und dann bin ich in der Faustdistanz. Das heißt, dann berühren sich unsere Arme nicht, bevor es losgeht, sondern berühren sich erst, wenn der Faustschuss kommt. Und dann, wenn das einigermaßen gut ist, dann würde ich die Entfernung noch vielleicht noch größer machen, sodass die Fäuste sich gar nicht berühren können, sondern dass er mit dem Fuß anfangen muss. Wir haben mit dem Fuß natürlich auch entsprechende Techniken, die, wenn es bei den Armen Chi-Sau heißt, klebende Arme, da gibt es auch Chi-Gör, das sind klebende Beine, da können wir auch was. Und in die andere Richtung würde es genauso ausziehen. Ich würde also würde ich noch enger gehen. Ich würde dann die Entfernung noch enger machen, sodass aus dem Clinch dann der Ringkampf wird. Und aus dem stehenden Ringkampf vielleicht ein Wurf. Und daraus ein Bodenkampf. Und dann haben wir alle 5 Distanzen. Der einzige Unterschied, den ich mache, ist, dass ich anfange mit der ganz extrem engen Berührung am Anfang. Und dann ziehe ich es in die Länge nach vorne oder ich schiebe die beiden Üben dann noch dichter zusammen, dass alle Phasen geübt werden. Nur meine Betonung ist eben diese Clinch-Phase, die Chi-Sau-Phase, aus der ich die anderen Entfernungen entwickle.
Zuerst das, was eigentlich, oder die Phase, die am häufigsten vorkommt, ja, in der Selbstverteidigung, und baust dann die anderen Phasen danach auf. Ja. Korrekt, ja. Und habe in der ersten Phase die Gesetze des Kämpfens erkannt, weil die nämlich sehr langsam ist und weil der Kontakt, der Berührungskontakt sehr lange ist. Da kann ich also genau erforschen, wie muss man den Arm halten, wie muss die Struktur des Armes sein, damit der eben nicht vorbeikommt. Da kann ich das genau untersuchen, die Verteidigung und auch den Angriff. Was empfiehlst du Leuten, die Selbstverteidigung trainieren oder lernen wollen? Zu mir in die Schule zu kommen. Das macht Sinn. Ja, natürlich. Ja. Warum soll ich sie woanders hinschicken? Nee. Aber hauptsächlich, dass sie überhaupt eine gute Selbstverteidigung lernen. Ja? Denn das ist in der heutigen Zeit wichtiger als vorher. Achtsamkeit kommt in deinen Büchern immer vor. Welche Rolle spielt denn die Achtsamkeit in der Selbstverteidigung? Die größte. Die allergrößte. Wichtiger als kräftig zu sein oder schnell zu sein oder 1000 Techniken gelernt zu haben, ist, dass man aufpasst. Wenn ich jetzt Achtsamkeit mit Aufpassen übersetze, ist einer hinter mir, ist einer links von mir, lenkt mich vielleicht einer ab. Was befindet sich hinter dem Auto, an dem ich gerade vorbeigehen will? Wie viele Leute greifen mich an? Da muss ich auch noch einen Punkt dazu sagen. Das ist, was wir üben, ist ja nicht nur einer gegen einen. Was wir üben, ist auch einer gegen mehrere. Also ich habe Übungen, wo ich dann nicht nur zwei Leute zusammenstelle, sondern auch noch einen dritten, auch relativ dicht. Und auch noch einen vierten relativ dicht. Und auch noch einen vierten und fünften und sechsten und siebten bis acht Leute kann ich um einen Menschen rumstellen, ohne dass sie sich behindern. Also je nach Schwierigkeitsgrad und je nach Graduierung, die einer vielleicht anstrebt, stelle ich immer mehr Menschen um den rum, gegen den er sich verteidigen muss, sodass er also praktisch im Kreis sich verteidigt. Und das ist heute auch enorm wichtig. Und was ich dann auch dazu mache, ist dann, dass ich den Leuten Waffen in die Hände gebe. Natürlich aus Gummi oder aus Plastik oder aus Holz. Aber die kriegen was in die Hände, mit dem sie zuschlagen oder zustechen. Oder sie kriegen es in die Tasche gesteckt, sodass sie zur Tasche greifen müssen. Oder wo sie gerade die Waffe verstecken, sodass man auch ja, mit Achtsamkeit aufpasst, was zieht er denn, was hat er denn, hat er was in der Tasche, wo geht seine Hand hin, da ist eine Hand, die ich nicht sehe, was hat sie vielleicht, und das ist die Rolle der Achtsamkeit. Man kann der größte Kämpfer der Welt sein, wenn einer ein Messer zieht und piekst dir das an den Hals, dann war es das, also man muss vorher sehen, ob es da irgendwo eine Hand gibt, die man nicht mehr richtig wahrnimmt oder die vielleicht was halten kann. Also Achtsamkeit ist wichtiger als alles andere. 1996 waren wir das erste Mal zusammen eigentlich an der Universität in Bulgarien. Und du warst schon ein bisschen früher dort und von da an hast du auch angefangen, Wing Chun wissenschaftlich zu betrachten und aufzuarbeiten. Mhm. Was hat das verändert an der Betrachtungsweise oder auch an der Unterrichtsweise? Ja, es hat eigentlich alles verändert. Vorher, man konnte sicherlich was und man hat das auch erprobt, dass es funktionierte. Und wir haben uns früher sehr viel gekloppt, du weißt das noch. Ja, in unseren Trainingsräumen hatten wir immer einen Eimer, einen Plastikeimer, einen Abwasch, einen Weimer. Der war voller Blut und mit Wasser gemischt und den konnten wir jedes Mal neu füllen. Und wir haben uns sehr viel gehauen und sehr viel ausprobiert, gegen alle möglichen Stile. Das tun wir natürlich jetzt nicht mehr, wir sind friedliche Menschen geworden. Aber wir wussten, es funktioniert, aber wir wussten niemals genau, warum das funktioniert. Viele Leute haben versucht zu erklären, warum funktioniert das. Und jeder hatte eine Erklärung, jeder glaubte eine zu haben. Aber durch Wissenschaft und durch Forschung konnten wir ziemlich genau sagen, warum es funktioniert. Und wie kann jemand Leistung hervorbringen, die ans Unglaubliche grenzen, ohne Körperkraft. Nicht? Früher konnte ich 200 Kilo auf der Bank drücken und hatte die entsprechenden Muskeln. Und wenn ich einen wegschubste oder durch die Gegend haute, dann dachte ich immer, du hast ja Muskeln. Ne? So, jetzt habe ich keine, jetzt wiege ich 71 oder 72 Kilo im vollgefressenen Zustand und kann das nach wie vor dasselbe. Und jeder wundert sich, wieso macht er das? Ja, das ist die Technik. Nicht die Technik kennen in der Mehrzahl, sondern die Technik als solche. Ich habe eine Technik durch Wing Chun, die mir hilft, ohne Mühe irgendwelche Sachen zu vollbringen, die anderen Leuten für unmöglich vorkommt. Und manche schreiben mir auch und sagen, was du da machst, ist doch Betrug. Ich kann verstehen, dass sie die Ansicht haben, weil das menschliche Auge kann das nicht erkennen. Ich sehe auch oft Filme, das ist offen, manchmal sehe ich Filme, wo ich mir nicht sicher bin, ist das echt oder ist das gefälscht? Solche Filme sehe ich auch.
Und dann, wenn mich das zu lange nervt und ich will das rausfinden, setze ich mich ins Flugzeug und dann fliege ich halt nach Asien. Und dann treffe ich mich mit dem entsprechenden Meister und stelle fest, wo einer ist. Mhm. Das sieht ganz friedlich aus. Und dann gehe ich mit ihm, setze mich ins Frühstückszimmer, ins Hotel oder wo immer hin. Und dann finde ich das raus. Das weiß ich so nach 2-3 Sekunden, wenn ich ihn angefasst habe, ob er kann oder ob es nur so aussieht. Aber man kann es optisch nicht sehen. Ja, ja. Nicht? Und das ist ein bisschen das Problem. Was mir so aufgefallen ist, also seit wir das wissenschaftlich so erforschen, wir haben ja dann verschiedene Studiengruppen gehabt, auch Menschen, die dann Wing Chun studiert haben oder auch Sportwissenschaften, und wir haben dann das wissenschaftlich betrachtet und wir haben Programme, du hast dann Programme entwickelt, wie zum Beispiel das Blitz Defense, wo es ja dann auch um die Rückwärtsplanung geht. Also damals, als ich angefangen habe, hat man einen Stil gehabt und hat gesagt, den Stil wollen wir jetzt irgendwie einsetzen gegen jemanden, der zum Beispiel einen Faustschluss gibt oder wirkt oder irgendwas macht. Und dann ging es plötzlich darum zu sagen, was passiert eigentlich da draußen? Ja, was hat diese Rückwärtsplanung bewirkt? So? Ja, die Rückwärtsplanung ist ja eigentlich das, über was wir sprechen, über Schießer sprechen. Im Schießer habe ich einen Kontakt mit dir, berühre dich, ja. Okay, jetzt mache ich hier irgendwas, komm, schütz dich irgendwie, ja. Aber dann nehme ich meine Hand zurück. Ja, und jetzt überlege ich, wie komme ich dahin von da, ohne dass du mich hauen kannst. Und dann nehme ich sie ja noch ein bisschen weiter zurück. Und dann überlege ich, aha, ich will ja dahin. Also plane ich jetzt von dort nach dort. Ich vergrößere den Abstand und stelle fest, gelten die gleichen Gesetze, die bei der Berührung waren, auch noch, wenn die Entfernung hergestellt ist. Ist es die gleiche Art von Kraft, die ich benutzen kann? Ja. Nicht? Wenn keine Berührung zwischen uns beiden ist, ist es die gleiche Kraft, mit der ich arbeite? Nein, ist sie nicht. Es ist eine andere. Ja? Und das muss man rausfinden. Und zwei verschiedene Arten von Kraft. Wenn ich dich berühre und schlag dich aus der Berührung raus, brauche ich eine bestimmte Kraft, um Wirkung zu erzielen. Mhm. Habe ich aber keine Berührung und schlage, brauche ich diese Kraft nicht. Das ist also die Kraft, die zum Beispiel den Wing Chun-Experten unterscheidet vom Boxer. Aus der Berührung zu schlagen, erfordert eine andere Kraft, die man entwickeln muss. Und das muss man unterscheiden. Das muss man wissen, dass man es unterscheiden muss. Da hat uns die Wissenschaft sicherlich geholfen. Auch die Pädagogik ist für uns ganz wichtig. Wie unterrichtet, angenommen ein Lehrer kann das jetzt, das ist ja schön und gut, aber was nützt es dem Schüler? Gar nichts. Wir müssen eine Methode finden, unser Wissen auf den Schüler irgendwie zu übertragen. Und dafür brauchen wir die Wissenschaft der Pädagogik. Wir haben vorher kurz über Chisau gesprochen und gesagt, okay, es ist etwas sehr Abstraktes. Jetzt habe ich vorher von dir erfahren, dass du später noch einen Unterricht hast. Du hast ja hier in Kiel die kleinste Wing Chun-Schule der Welt sozusagen. Ja, ja, richtig. Wie wäre es denn, wenn wir mit dem Kamerateam einfach mal dahin gehen? Gerne kommen. Und einfach mal kurz dort reinschauen. Ja, könnt ihr gerne kommen. Zeigst du mal kurz ein bisschen Chisau, dass es nicht mehr so abstrakt ist. Ich werde nicht viele Leute haben, aber ein paar werden sicherlich da sein. Und wenn nicht, macht es nicht. Also 1, 2, 3 habe ich bestimmt für euch. Ausgezeichnet. Und das machst du mit mir. Ja, freue mich. Gerne. Super, dann lass uns da hinfahren. Freue mich auch. Vielen Dank für das tolle Interview, Sie. Gerne, vielen lieben Dank für die Fragen. Das ist ja die kleinste Wing Chun-Schule, oder? Das ist die allerkleinste der Welt und die zweitkleinste ist in Hongkong. Wir sind jetzt in der Kieler Altstadt unterwegs zu Sifus Schule. Hallo Sifu, grüß dich. Wir treffen dort Frank, einen seiner Meisterschüler, den er jetzt unterrichten wird. Lass uns reingehen. Das war wieder mal super. Die Reise nach Kiel hat sich total gelohnt. Und wie immer möchte ich am Schluss ein kleines Fazit geben. Wenn jemand kämpfen will, dann muss er näher kommen. Und hier eignet sich Wing Chun besonders gut, denn wir haben das Reflextraining namens Chisau. Und der Taschzinn, der lässt sich nicht täuschen im Gegensatz zum optischen Reagieren. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine sichere Zeit. Euer Oliver. Wing Chun, die intelligente Selbstverteidigung. 1000 Mal in Deutschland, Österreich und der Schweiz.